Verdammt. Ma'am. Hör mal, kannst du das bitte lassen? Wie bitte? Ich weiß, es ist seltsam, aber ich kann's doch nicht ändern. Naja, ich wohne in der Kaserne mit einem Dutzend Milizarschlöchern, während meine Frau ein eigenes Zelt bei den Offizieren hat. Was ist daran schon seltsam? Wieke. Und ich sehe sie nur, wenn ich einen Botengang für sie erledige. Auch absolut nicht seltsam, Ma'am. Meine Hefe, danke. Willst du was backen? Wenn du einen Ofen brauchst, ich weiß, nein, wo einer nein. ist. Nein, ich mache damit virale Proteine, die dann, sie bilden dann Antikörper. Aber natürlich war das Sarkasmus. Rot, virale Proteine, für mich ist das alles eins. Hey, warte mal. Hier. Danke. Das sagtest du schon. Ich meinte fürs Bleiben. Ja, Ma'am. Ich sagte doch, die ist nicht kalt, aber sie weiß jetzt nicht gerade, wie sie damit umgehen soll, ihn nach so vielen Jahren wiederzusehen anscheinend. Ja, gut. Nein, nein. Bitte dorthin. Danke. Corporal St. John. Hier spricht Dr. Jimenez. St. John? Hey, Doc. Hier ist Deacon. Was kann hey, ich für dich tun? Was machst du hier? Oh, St. John. Gut. Du musst zur Krankenstation kommen. Stimmt was nicht? Brauchst du irgendwas? Nein, nein. Nichts dergleichen. Ich will mir deinen Arm ansehen. Mein Arm ist okay, Doc. So eine Verbrennung von einem Holzofen ist keine Kleinigkeit. Willst du eine Infektion? Du kommst hierher. Das ist ein Befehl. Okay, Doc. Na gut, schön. Wenn wie du meinst, St. John Ende. Geh weiter, Kumpel, geh weiter! St. John, hier spricht Captain Curry. Kommen. Ja, Captain, ich höre. Ich wollte nur sagen, dass der Colonel jeden Morgen eine Ansprache hält. Bei Sonnenaufgang. Am Sammelpunkt, wo sie vereidigt wurden. Ja, Sir. Es ist zwar nichts Offizielles, aber von Soldaten wird die Teilnahme erwartet. Verstanden, Sir. Curry, Ende. Na toll. Ein Kommandant, der sich selbst gern reden hört. Das kann ja heiter werden. Hey, Doc. Komm rein. Siéntese. Nimm Platz. Nimm Platz. Mhm. Mal sehen. Und? Bei welchem Club warst du damals? Keine Ahnung, was du meinst. No me mientes. Hör mal, Corporal. Ich habe 20 Jahre lang in East L.A. Bandas de Motoristas und andere Bandieros versorgt. Ich kenne das. Und das? Das da war kein Holzofen. Na schön. Halt es sauber. Es heilt von selbst. Gib eine dicke Narbe. Aber ich will, dass du in ein paar Tagen nochmal vorbeikommst. Mach ich. Schon komisch. Als die Stadt brannte und die Horden kamen, schlossen sich tief verfeindete Gruppen zusammen, um zu kämpfen. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Ganz egal. Verrückt, was es braucht, um Menschen zusammenzubringen, hm? Danke, Doc. St. John, komm! Taylor an Deacon St. John! Taylor! Hey, was machst du hier? Lange nichts von dir gehört. Ich hatte schon Angst, du wärst dem Kerl zu nahe gekommen, den du verfolgt hast. Oh, ich bin nah dran. Ich stehe in seinem Scheißgarten. Ey, ich brauch dich, Mann. Bin bei einem kleinen Camp, südlich vom Crater Lake, beim South Rim Drive. Taylor, hör mir zu. Keine Ahnung, was du machst, aber du... Oh nein! Oh, nein, lass mich los! Hey!
Taylor? Verdammt! Das klang nicht gesund. Ja, geil. Sir John an Lieutenant Whittaker. Kommen. Schalte auf einen privaten Kanal. Moment. Deacon, hörst du mich? Ja, hey, ich hab mir den Anforderungsschein angesehen. Du brauchst Silikat? Ja, Silikat. Als Destillationsmedium im Säulenchromatographen. Säulenchrom was? Tut mir leid. Das ist der Teil meiner Forschung, der tatsächlich gut läuft. Also, Silikat, wo finde ich das? Ach Mist, ich dachte, ich hätte das vermerkt. Moment. Okay, es gibt einen Laden südwestlich von uns, bei Mesama Village. Dort solltest du was kriegen. Okay, verstanden. Danke. Sorry, vergiss es. Weitermachen, Corporal. Ja, Ma'am, Lieutenant. Sarah Ende. Silikat, was zum Teufel ist das überhaupt? Aber das Ding ist ziemlich gut geschützt, ne? So. Deacon, hörst du mich? Deacon. Ich höre dich. Wir zwei haben einiges zu besprechen. Ma'am? Das ist ein privater Kanal. Deek? Okay. Du sollst wissen, dass es mir ernst war. Ich möchte, dass du bleibst und uns hier hilfst. Das Ganze ist sicher nicht leicht für dich, hier bei uns zu sein. Hey, wo soll ich denn sonst hingehen? Und wenn ich abhaue, dann muss ich Ihnen diesen coolen Hut zurückgeben. Ehrlich gesagt, hänge ich langsam an dem. Echt jetzt? Das glaube ich dir. Gut, ich muss dann jetzt zurück an die Arbeit. Die Hefekultur hat sich schneller vermehrt als erwartet. Okay, heb mir was von dem viralen Protein auf. Hier draußen kriegt man echt Hunger. Mach ich. Lieutenant Whittaker Ende. Wow, ich sag's doch. Die ist nicht... Oh, Mann. Warum sagen alle Leute, die ist irgendwie abgehoben oder keine Ahnung? Oder ist irgendwie kalt geworden? Ist sie nicht. Sie ist nur völlig in ihrem scheiß Arbeitswahn. Das ist was anderes. Captain Corey, hier spricht Corporal Russell. Kommen! Zurück, verdammt, zurück! Na los doch! Rückzug! Rückzug! Russell, Bericht. Sir, wir waren auf Tour und wollten nach Chemort, als wir auf eine unglaublich große Horde trafen. Verdammt, bewegt euch! Los! Na los! Zurück, ihr habt ihn gehört! Gut, Corporal, hören Sie mir jetzt genau zu. Bringen Sie die Männer raus. Wir sind nicht bereit für einen Angriff, verstanden? Ja, Sir. Ganz meine Meinung. Russell Ende. Los! Bewegung! Los geht's! Gibt's ihn ab! Los geht's! Los, los! Oh, Mann. Selber schuld. Gab's jetzt irgendwo eine Mission deswegen? No. Nee. Außerdem, dass ich hier was für unsere liebe Sarah holen muss. St. John, kommen. Es gibt Arbeit für Sie. Ja, gibt's immer. Leck mich, Kollege. Sag uns, wo dein Camp ist. Vielleicht lassen wir dich dann leben. Leck mich. Ich glaube, er kann uns nicht hören. Mal sehen, ob wir das nicht ändern können. Von mir erfahrt ihr einen Scheiß. Hörst du mich jetzt? Hallo? Schafft ihr mir aus den Augen?
was meint ihr? Vielleicht können wir das in dem Camp eintauschen. Gegen Punkte. Großer Gott. Ich komme, Taylor. Halte durch. Das ging zu weit. Das ging zu weit. Ich hab was gesehen. Ja, ich auch. Dein Untergang. Du stehst auf Folter, hä? Wie wär's denn damit? Hey. Hier bist du. Jetzt hab ich... Wie war's? Wie war das? Du bist vorher tot. Wie gefällt dir das, du Dreckskerl? So. So. Hey. Irgendwann bleib ich. Ja, wenn ich dich gekillt habe, bleib ich stehen. So. Einmal Kerosin. Lappen. So. Wisst ihr, wenn ich sowas sehe, solche Verstümmelungen, kriege ich Krätze. Ich bring ihn um. Ich schwör's. Fallen lassen. Na los. Runter. Jetzt mach schon. Runter damit. Runter damit. Ich bring ihn um. Ich bring ihn. Taylor! Verdammt. Oh Gott, ich hab zu lange gebraucht. Okay. Nee, oder? Ah, oh, geil. Ja, ich hatte wirklich schon bessere Tage. Lass meinen Kumpel in Ruhe! Finger weg von meinem Kumpel! Du stehst auf Folter, hä? Wie wär's denn damit? Was zum Teufel? Wie gefällt dir das, du Dreckskerl? Lass meinen Kumpel in Ruhe! Was war das? Aha. So. Diesmal war der Schrott nicht da, das war sehr scheiße. Hm.
Nur Schrott ist leichter aufzutreiben als, ne? Kerosin. Ich bringe ihn um. Ich bringe ihn um. Nicht schwer's fallen lassen. Na los, runter. Jetzt mach schon. Perfekt. Wie geht's dir, Taylor? Naja, es ging schon mal besser, um ehrlich zu sein. Okay. Oh, Mann. Okay, hör zu, Kumpel. Nimm das. Wirke so gegen deinen Kopf. Gut. Und jetzt will ich, dass du wartest. Ich funke Captain Khoury an und der schickt jemanden, okay? Okay, Mann. Ja, okay. Oh Gott. Hätte jetzt nicht sein müssen, oder? Captain Khoury hier spricht. Corporal St. John, kommen. Hier spricht Khoury. Ich bin bei Lieutenant Whittaker. Wir sprechen über Sie. Corporal, ich sagte Captain Khoury, dass Sie eine enorme Hilfe und unentbehrlich sind. Ja, danke. Das ist großartig, aber das ist nicht der Grund, warum ich... Captain, es gibt ein Plünderer-Camp direkt beim South Rim Drive. Plünderer? So nah bei der Insel? Hören Sie, nein. Nein. Ich habe sie erledigt, aber Private Taylor ist verletzt. Ich habe sie erledigt, aber Private Taylor ist verletzt. Sie haben ihm mein Ohr abgeschnitten. Geht's ihm gut? Private Taylor? Was macht er da draußen? Ja, er wird's überleben. Ich weiß nicht, was er hier draußen wollte. Der Doc, Captain Jimenez, muss mit ein paar Männern herkommen und ihn abholen. Ich schick die Koordinaten. Ich gehe zu ihm und sag Bescheid. Khoury Ende. Ha. Huh. Warum kann ich einfach aus dem Radius raus? St. John! Corporal St. John! Kommen! Melden Sie sich umgehend bei mir! Hey, Colonel! Ja, Sir! St. John Ende! Taylor, wie geht's dir, Kumpel? Wie gesagt, Mann, es ging schon mal besser. Hey, ich glaube, es blutet nicht mehr. Oh nein, blutet doch noch. Okay, Hilfe ist unterwegs. Halt einfach durch. Soll ich dir dabei Gesellschaft leisten? Nein, oh Scheiße. Nein, ich komme mir schon wie ein Weichei vor. Mir war alles gut, echt. Ich komme später zur Krankenstation und schaue. Hey, ich kenne den Laden. Schön da, besser als hier draußen. Echt, Mann. Ja, ich war da auch schon. Ärger den Doc nicht so sehr, ja? Verstanden? Dicken Ende. Warum denn nicht? Ist doch cool. Hör dir Colonels Rede an. Eigentlich gar keinen Bock zu. Aber ja, machen wir wahrscheinlich noch heute, dann haben wir es durch. Ich glaube, in der ersten halben Stunde mache ich es so, dass ich das so zusammenschneide und dann, ne? Es gibt jeder zwei Parts. Da
Bad Coyote Lava-Höhle. Bei so einem Namen kann ja. So. Geht mir nicht hart auf den Sack. Das ist wohl der Laden. Finden wir etwas Elikat? Okay, Freunde. Wie kommt ihr da? Stand noch wer? Danke. Hier müsste ich hochklettern können. Ja, ein Tante Emma Laden. Also, wo zum Teufel ist das Silikat? Ja, kannst du. Los, du Scheißteil. Ja. Okay. Park einfach irgendwo. Das Beste ist, die beachten mich gar nicht. Sarah. So. Jetzt können wir ganz normal zurückfahren. Hörst du mich? Ich hab das Silikat, das du wolltest. Corporal St. John. Ja, ich höre. Ich bin in einem Meeting mit Lieutenant Weaver. Corporal St. John, wann besorgst du mir mal wieder was? Keine Ahnung, Weaver. Corporal, ich erwarte nach deiner Rückkehr einen Bericht. Lieutenant Whittaker, Ende. Verfluchter Weaver. Was zum Teufel hat er vor? Hey, Doc. Bist du da? Hier ist Corporal St. John und Doc Jimenez. Kommen. Oh, St. John. Was macht er an? Gut. Diese Salbe von dir, oder was das war, sie wirkt echt gut. Lass mich das beurteilen. Hey, also, ich wollte eigentlich nur mal wissen, wie gut du Lieutenant Weaver kennst. Lieutenant Weaver? Ich kenne ihn so gut wie die anderen Offiziere. Wieso? Ich weiß nicht, ich besorge Sachen für sie, für ihn und Lieutenant Whittaker. Und er scheint dir dauernd nachzustellen und mir gefällt das nicht. Lieutenant Whittaker kann auf sich selbst aufpassen. Hör zu, St. John. Der Colonel toleriert ein gewisses Maß an Hänseleien unter den Offizieren. Ich würde mich da raushalten. Okay, Doc. Und keine Sorge wegen Lieutenant Weaver. Er ist soweit ganz in Ordnung. Primär ist Ende. Okay. Vielleicht bekommen wir jetzt ein besseres Gespräch hin. Oder ist das storytechnisch?
Ne, das ist Story. Das ist zwar auch Story, aber neben Mission Story irgendwie. So. Weaver, ich schwör's bei Gott. Was? Hast du Angst vor Wettbewerb? Dann raus hier! Gibt's ein Problem? Ma'am. Nur eine kleine Diskussion, Corporal. Lieutenant. Was war das denn gerade? Gar nichts. Es ist Weaver. Er glaubt, die Lösung aller Probleme ist einfach alles niederzubrennen. Scheiß auf ihn. Ja, scheiß auf ihn. Hier. Danke. Nein, nein. Oh, was denn, Deacon? Nicht bedanken. Dank mir nicht. Immer wenn du mir dankst, stehe ich wieder mit einem deiner blöden Anforderungsscheine da. Meine blöden? Das, so denkst du darüber? Das, du glaubst, was das, ich hier das mache? Das meinte ich Blödsinn? Nicht. Nein. Natürlich nicht. Weißt du, ich verstehe nicht, warum du noch hier bist. Dann will ich dich mal aufklären. Ich habe 2 Jahre lang Freaks getötet. 2 Jahre lang. Einen nach dem anderen. Ich war ihnen so nah, dass ich das faule Fleisch zwischen ihren Zähnen roch. Wenn du also etwas finden kannst, das sie auf einen Schlag vernichtet, verdammt, dann bin ich dabei. Aber wenn du mich nicht hier willst, dann befiehl mir zu gehen. Ma'am. Deacon, warte. Tut mir leid, okay? Also, ich brauche... Ich muss... Danke. Vielen Dank für die Hilfe. Ah, ich hasse sie. Beim Wettbewerb. Okay. Ah, ja.